Und wieder bin ich für euch da. Hallo, ihr Enkel. Und los geht's. Ihr benötigt etwas Toastbrot, etwas Grünes, Radieschen, ein Ei, Schnittlauch, Simsalabim, etwas Butter. Mindestens 2 Scheiben Toast abschneiden und das Ei kochen. Den Schnittlauch müsst ihr in kleine Stücke schneiden und von der Butter ein Stück abtrennen. Eine Pfanne erhitzen und die Butter darin schmelzen lassen. Die Toastscheiben hineinlegen und beide Seiten leicht anbräunen. Kleine Hitze, versteht sich. In der Zwischenzeit das Ei, das gekochte Ei, schälen und nochmal abspülen. Dann könnt ihr ganz einfach mit dem Eierschneider Scheiben daraus machen. Und die Radieschen hobeln. Und jetzt das Grünzeug auf den Teller und etwas Balsamico drüber. Als Geschmacksträger kannst du Senf nehmen. Geht auch Ketchup. Oder Mayo. Mit sowas musst du den Toast bestreichen. Je nach Geschmack kann es auch ein bisschen mehr sein. Und nun die Eierscheiben drauf, zuletzt die Radieschen und etwas Salz. Oh, ich habe gekocht.